mit Sinussatz und Cosinussatz, mit Berechnungen im rechtwinkligen Dreieck, mit der Sinusflächenformel und mit Kreissektor. Viel Spaß! So, das wäre mal die Zeichnung. Ich beginne mit der Strecke AB. Die ist 14 cm lang. Dann als nächstes messe ich den Winkel Alpha mit 30 Grad ab. Und dann zeichne ich die Strecke AC. Und die ist 10 cm lang. Und B und C verbinde ich dann. Und dann habe ich die Strecke BC. Das wäre jetzt mal die Zeichnung. Dann ist gesucht die Länge der Strecke BC. Wir haben ein beliebiges Dreieck, das heißt der Cosinus, der Sinus und der Tangens und der Satz des Pythagoras gehen hier nicht, weil wir keinen rechten Winkel haben. Der Sinussatz würde auch nicht gehen, weil zum Beispiel BC durch Sinus 30 Grad, das geht. Und dann haben wir 10 durch, am fehlt der Winkel. Oder 14 durch, fehlt auch ein Winkel. Gut, dann bleibt eigentlich nur der Cosinussatz übrig. BC ins Quadrat ist gleich 14 cm ins Quadrat plus 10 cm ins Quadrat minus 2 mal 10 cm mal 14 cm mal der Cosinus von 30 Grad. Und wenn wir links gleich BC hinschreiben, brauche ich halt rechts die Wurzel. Und da kommt raus 7,32 cm auf zwei Stellen nach dem Komma gerundet. Aufgabe 1.2. Der Punkt D auf der Dreiecksseite AB. Also der Punkt D liegt auf der unteren Seite des Dreiecks, hat von der Strecke AC und von der Strecke BC den gleichen Abstand. Konstruieren Sie den Punkt D und berechnen Sie die Länge der Strecke CD. Ein Punkt, der von beiden Schenkeln den gleichen Abstand hat, dazu brauchen wir die Winkelhalbierende. Die Winkelhalbierende von dem Winkel Gamma von dem Winkel oben, die Winkelhalbierende. Die kann man zeichnen, wenn man mit dem Zirkel einsticht bei C und dann hier zwei Stricherln macht und dann bei den Stricherln wieder einsticht, hier einen Kreisbogen macht und hier einen Kreisbogen macht und dann die Strecke verbinden und da unten ist dann ein Punkt D. Ich habe jetzt leider keinen Zirkel auf dem Surface, ich mache es nochmal schön. Gut, das rote ist die Winkelhalbierende vor dem oberen Winkel und da unten ist dann der Punkt D. Ich soll die Länge der Strecke CD berechnen. Das werde ich wohl in dem linken Dreieck machen, weil ich in dem linken Dreieck immerhin diese 30 Grad habe und die 10 cm. Man könnte jetzt den Winkel Gamma noch berechnen, den Winkel Gamma halbieren. Dann hätte ich im linken Dreieck den Winkel Gamma halbe zusätzlich noch. Wir berechnen den Winkel Gamma im großen Dreieck. Und zwar ist es ja ein allgemeines Dreieck, deshalb muss ich das ausrechnen mit dem Sinussatz oder dem Cosinussatz. Das, was gesucht ist, schreiben wir links oben hin. Sinus Gamma durch 14 cm ist gleich. Dann braucht man die Sinus 30 Grad und die gegenüberliegende Seite, die habe ich gerade ausgerechnet, die 7,32, dann mal 14 cm, dann steht da Sinus 30 Grad mal 14 cm und im Nenner 7,32 cm. Und dann kommt raus gerundet 73 Grad. Jetzt wenn ich mir die Zeichnung anschaue, der Winkel ist aber größer als 90 Grad, also kann die 73 Grad nicht richtig sein. Dann braucht man den Winkel
Dann braucht man den Winkel, den wir von 180 Grad abziehen. Und das sind dann 107 Grad. Dann kann ich den Winkel Gamma mal halbieren. 107 geteilt durch 2 ist 53,5 Grad. Haben wir auf der linken Seite und auf der rechten Seite haben wir auch 53,5 Grad. So, in dem linken Dreieck kann ich jetzt die Länge der Strecke CD berechnen. Ich zeichne es kurz raus. Gut, in dem linken Dreieck habe ich jetzt drei Sachen gegeben und die Länge der Strecke CD ist gesucht, das rote. Die Angaben im Dreieck sind immer noch zu wenig, aber ich könnte den Winkel Delta Strich, sage ich es mal, ausrechnen mit der Innenwinkelsumme. Mit der Innenwinkelsumme, der Winkel Delta Strich ist dann 96,5 Grad. Und jetzt kann ich die Strecke CD ausrechnen. CD durch Sinus 30 Grad ist gleich 10 cm durch den Sinus von 96,5 Grad. Da kommt raus, CD ist gleich 5,03 cm. So, und dann soll man den Halbkreis um den Punkt D einzeichnen, der die Punkte E und F berührt. Ja, man braucht mal den Radius und den Radius kriegt man, wenn man vom Punkt D aus ein Lot fällt auf die Strecke AC und auf die Strecke BC. Ja, dann jeweils rechte Winkel. Berechnen Sie den Flächeninhalt der Figur, die von dem Kreisbogen zum Winkel FDE und den Strecken CE und CF begrenzt wird. Die rote Fläche soll man ausrechnen. Das wäre meine Idee, dass wir das Drachenviereck in der Mitte ausrechnen, den Flächeninhalt davon. Den kriegen wir, wenn wir das linke Dreieck ausrechnen und mal 2 nehmen. Dann ziehen wir von dem Flächeninhalt des Drachenvierecks den Flächeninhalt des Kreissektors ab und dann erhalten wir die kleine Fläche da oben, die gesuchte Fläche. Der Flächeninhalt des Drachenvierecks, es ist 2 mal das Dreieck CED. Das linke Dreieck, das nehmen wir mal 2 und dann haben wir das ganze Drachenviereck. Ich zeichne mir das linke Dreieck raus. Ich habe links einen 90-Grad-Winkel, ich habe rechts die 53,53 Grad. Mit der Innenwinkelsumme komme ich drauf, dass der Winkel unten bei D 36,5 Grad hat und die Strecke CD ist 5,03. Jetzt rechnen wir noch die Strecke DE aus und dann können wir den Flächeninhalt von diesem Dreieck ausrechnen. Das ist ein rechtwinkliges Dreieck. Wenn ich die Strecke DE haben möchte, kann ich zum Beispiel nehmen den Cosinus von 36,5 Grad. Der Cosinus ist die Ankathete, also ED, durch die Hypotenuse, also 5,03 cm. Dann mal 5,03 cm und dann kommt für ED raus 4,04 cm. Der Flächeninhalt des Dreiecks ist 1,5. Dann nehmen wir jetzt die Sinusflächenformel 4,04 cm mal 5,03 cm mal Sinus der eingeschlossene Winkel, nämlich 36,5 Grad. Und da kommt dann raus 12,09 Quadratzentimeter. Den Flächeninhalt des Kreissektors bekommt man, wenn man den Winkel da unten hat. Der Winkel links ist ja 36,5 Grad und der ganze Winkel ist dann 36,5 Grad mal 2, also 73 Grad. Und die Strecke ED, die haben wir ja bereits ausgerechnet, ist 4,04 cm. Setzen wir dann in die Formel ein. Der Flächeninhalt ist 73 Grad durch 360 Grad. Mal 4,04 cm, das Ganze ins Quadrat, mal Pi. Und da kommt raus
10,40 Quadratzentimeter. Die gesuchte Fläche, wenn ihr jetzt haben möchte, ist der Flächeninhalt des Drachenvierecks, also 12,09 Quadratzentimeter, minus der Flächeninhalt von dem Sektor, 10,40 Quadratzentimeter. Und da kommt raus 1,69 Quadratzentimeter.